another dimension, another time and space. A parallel universe is falling on its face. When out of the chaos, who else could it be but the animal adventurers from SPACE? Bucky! Captain Bucky O'Hare! Mutants and aliens and toads, beware! You're looking for adventure? Well, this is it! With Jenny, Deadeye, Blinky, and Willy to win, I said Bucky! Captain Bucky O'Hare! And now an update on Bucky O'Hare and the Toad Wars! In the battle of the universe, you don't know what's next. You only know amphibians have made it complex. When you check out your scanner and the evil that it bodes, there's only one course of action! Let's cook us some toads! Bucky! Captain Bucky O'Hare! When no ordinary rabbit would dare. If your righteous indignation has suffered a hit, and your photon accelerator is broken a bit, and you're losing your mind, and you're having a fear, get the funky fresh rabbit who can take care of it. Bucky! Captain Bucky O'Hare! You say Bucky! That's Bucky! Bucky O'Hare! Let's croak us some toads! Bald wird es zum Fördern dieser kostbaren Kristalle zu dunkel sein. Genau das, was wir vermutet haben. Sie beuten den Kristallberg aus. Lass mal deine Fingerchen spielen, Deadeye. Wir werden ein paar Kröten erschrecken und die Sklaven retten. Die Startgetier-Union hat Sektor 14 erreicht, Sir. Perfekt. Alle Schiffe startbereit machen. Formation einfache Spirale. Nein, wir nehmen die Doppelspirale. Aber Air Marshal, die Doppelspirale ist ein ungeheuer gefährliches Manöver. Na und? Dafür hat es Stil. Ich schätze, dass ich dann den Diamantenorden einsacken kann. Attacke! Captain, die spielen Ringelrein mit der Tierunion. Unsere Maschine reagiert nicht, Bucky. Sofort auf Notaggregat umschalten. Bedauerliche Neuigkeiten, Commander. Der Nachbrenner brennt. Jetzt passt mal gut auf. Oh. Dieses wunderschöne Manöver wird in die Geschichte eingehen. Ah! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es gefährlich ist. Ach, halt die Klappe. Ich zieh dir das Fell runter, Bucky O'Hare! Du kannst mich nicht zerstören! Einsatz ausgeführt, Station beschädigt und Sklaven befreit. Du bist unfähig, unproduktiv, untauglich, ungeschickt und nicht in der Lage, einen einzigen Einsatz ohne irgendeinen riesengroßen Fehler auszuführen. Bedeutet das, dass ich den Diamantenorden nicht kriege? Das bedeutet, dass du nicht länger mein Air Marshal bist. Nein, das dürfen Sie nicht tun. Was ist denn mit all den guten alten Zeiten? Zum Beispiel, als ich die Revolte auf Krokus unterdrückt habe oder als ich damals die Invasion des Planeten... Kultroboter, nimm ihm die Orden ab. Ganz wie Sie befehlen, großer Komplex. Oh, also nicht doch. Ich meine, das ist doch wirklich... Oh nein. Halt, aber es ist noch einer übrig. Lass ihn dran, zur Erinnerung an die Zeit, als er mir dienen durfte. Oh, danke, großer Komplex, Dank und immer wieder Dank. Haben Sie schon Ersatz ausgewählt? Jeder wäre besser als er. Sogar die da. Wir? Oh, wie beschämend für mich. Ach, gestern um diese Zeit, da hatte ich doch das Kommando über sämtliche Krötentruppen. Jetzt habe ich das Kommando über gar nichts mehr. Du glaubst wohl nur, du hättest Probleme. Ich bin die berühmte Schlitzohrechse. Wenn man es auf meinem Planeten als Samurai zu etwas bringen will, dann muss man schon eine andere Welt erobern. Na und? Ich habe Dutzende von Welten erobert. Oh, aber du hast Canopus 3 nicht erobert, den Planeten der vierarmigen Enten. Was soll denn daran so schwierig sein? Da gibt es die Kamikaze-Ente, ein gefürchteter Ninja-Kämpfer. Jedes Mal, wenn ich versuche, diesen Planeten zu übernehmen, kommt mir doch dieser eklige Erpel in die Quere. Hm.
Wenn ich doch nur nicht meinen besten Wissenschaftler verloren hätte. Wir hatten damals den Plan, den Planeten auszutrocknen. Er hat einen Verdampfersatelliten gebaut. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung und ich habe ihn fertig gemacht, bevor er sein Werk beenden konnte. Verstehst du, was ich meine? Dann brauchst du also nur einen lausigen Wissenschaftler und schon kannst du Canopus 3 erobern. Damit könnte ich natürlich meine Orden zurückbekommen. Hör mal, ich mache dir folgendes Angebot. Ich besorge dir einen Wissenschaftler und du teilst den Ruhm mit mir. Okay. Aber ich darf König werden. Einverstanden? Abgemacht. Sein Name ist Willy DeWitt. Er ist irgend so ein komischer Säuger, der für diesen räudigen Bucky O'Hare arbeitet. Und der ist in der Lage, meinen Satelliten zu Ende zu bauen? Unseren Satelliten. Hab mich doch nur versprochen. Die Maschine hat ganz schön was abbekommen. Wird eine Weile dauern, bis wir die starke Tierunion wieder flott gemacht haben. Diese kleinen Kaulquappen haben ein ganz schönes Chaos verursacht. Wie soll ich sie treffen, wenn ich sie nicht sehen kann? Willy, pass auf! Jetzt kannst du Canopus vergessen, Deadeye. Dieser verwarzte Air Marshal war mit der Schlitzohrechse zusammen, dem Oberfiesling dieser gemeinen, dreckigen Schleimerbande. Also, niemand darf sich an unserem kleinen Freund Willy vergreifen. Wir schnappen sie uns vorwärts. Augenblick mal. Erstens wissen wir nicht, wo sie Willy hingebracht haben. Und zweitens kann die starke Tierunion im Augenblick nirgendwo hinfliegen. Ich habe eine super Idee. Ich werde mir kurzerhand den Einmannkreuzer borgen und einen alten Freund besuchen. Er kennt Samurai-Echsen besser als jeder andere. Ganz ruhig, Kumpels, ganz ruhig. Ich will euch nichts tun. Ich suche nur die Kamikaze-Ente. Kamikaze! Lass ihn los, er ist mein Freund. Ach, Kumpel, vor Freude kommen mir noch fast die Tränen. Wie geht es dir? Bestens, alter Freund, Deadeye. Ich bin in geheimer Mission hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Unser Schiff liegt mit Maschinenschaden fest. Lass uns in Ruhe darüber reden. Der Air Marshal hat sich mit der Schlitzohrhexe zusammengetan. Stell dir vor, sie haben einen meiner Schiffskameraden entführt. Du musst mir jetzt helfen, ihn zu finden. Schlitzohrhexe, sagst du? Ich weiß, wo sie sich aufhält. Quack, quack. Wir fliegen nach Saurian, wo die Samurai-Echsen leben. Nein, das mache ich nicht. Aber ich gab dir doch mein Wort, dass ich dich gehen lasse, sobald du den Verdampfersatelliten zu Ende gebaut hast. Ein Samurai-Krieger ist an sein Wort gebunden. Das ist mir egal. Ich werde nichts tun, was Deadeyes Planeten schadet. Egal, was ihr mit mir anstellt. Und was machst du, wenn ich dir sage, dass ich am Rumpf der starken Tierunion eine Sprengladung angebracht habe, die ich jederzeit zünden kann, wenn ich auf diesen Knopf hier drücke? Warte. Tu ihn nichts. Ich mach alles, was ihr von mir verlangt. Ha! Was hast du da für ein komisches Paket, Kumpel? Das wirst du gleich erfahren. Jetzt können wir uns in die Lüfte erheben. Moment mal! Ich kann einen Humpen Sumpfgras auf Exos trinken, einer Nadel das Öhr abschießen, aber eins mache ich hundertprozentig nicht: fliegen. Um ein Ninja zu sein, muss man sich auf ein höheres Niveau heben. Also los! Das mache ich nur für dich, Willy! Haben wir jetzt das höhere Niveau erreicht, Kumpel? Hey, loslassen, ihr schleimigen Salamander! Ergebt euch, oder ihr spürt das Schwert des Samurai! Ihr seid zu acht und ihr ist nur einer! Lasst meine Arme los, damit wir einen fairen Kampf führen können! Das ist fair, Deadeye! Ah!
Wo ist Willy, du erzfeiges Reptil? Wo ist Willy? Wir müssen so viele Kristalle zurückbringen, dass sie eine Ewigkeit reichen. Ein bisschen Bewegung, ihr blöden Säuger. Komplex wartet schon auf die kostbare Ladung. Na, wie war ich? Also das mit den blöden Säugern fand ich bärenstark. Ich finde, wir können vielleicht noch eine Spur beleidigender sein. Fertig. Ich hab dir's gesagt, er ist ein Genie. Also gut. Bringt die Satelliten auf das Schiff. Darf ich jetzt endlich gehen? Gehen? Du hast es versprochen. Du hast mir dein Ehrenwort als Samurai gegeben. Ehre ist nur etwas für Narren. Mir bedeutet sie gar nichts. Schaff den fort! Warte! Was ist mit der Sprengladung an der starken Tierunion? Welche Sprengladung? Du meinst, es gibt gar keine, aber was ist mit dieser... Du meinst das hier? Das sind doch nur Bonbons. Nimm dir einen. Kirsche schmeckt lecker. Da! In die Höhle mit ihm. Ah. Ach, Kumpel, dieser Filz hier ist so hart wie Titan. Da kann doch gar nichts dahinter sein. Jetzt dauert's nicht mehr lange und dann bin ich wieder Air Marshal. Und ich bin der König von Canopus. Beschäftige sie. Ich schau mich mal da unten um. Ei, ei, mein Junge, ich werde sie schon auf Trab halten. Entschuldigung, ich würde ja zu gern bleiben, aber die Pflicht ruft. Also, dann stehen wir uns wieder einmal gegenüber. Dies wird unser letzter Kampf sein. Ist zu spät. Die Satelliten sind gerade gestartet. In ein paar Sekunden lege ich den Hebel um und Canopus 3 wird trockengelegt. Regen, Regen, gehe fort und komm nie wieder an diesen Ort. Bist du bei deinen Ahnen, Quack? Quack! Warte! Ich ergebe mich. Ich werde den Hebel nicht umlegen. Warum sollte ich dir vertrauen? Aber ich bin ein Samurai. Ich schwöre es bei meiner Ehre. Na schön. Ein Samurai ist an sein Wort gebunden. Du wirst es nicht bereuen, oder vielleicht doch? Du hast den Ehrenkodex des Samurai verletzt! Einen kleinen Fehler darf man doch wohl machen. Ach, übrigens, der Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Sayonara, du Trottel! Wird so beeindruckt sein, dass er mich wahrscheinlich zum Groß-Air-Marshal machen wird. Ergebt euch, ihr diebischen, durchtriebenen Echsen, sonst puste ich euch ins Jenseits. Ich bin
Grenze des Tieruniversums. Feiglinge! Deadeye, die Satelliten sind schon gestartet. Canopus 3 ist verloren. Oh nein, noch nicht. Bitte melde dich, Bucky. Es ist höchste Zeit für die starke Tierunion. Wie kann ich dir helfen, Deadeye? Wir sind startbereit. Dann hör mir gut zu, Kumpel. Gib Startbefehl. Raus in die Galaxis. Alles Weitere folgt. Hast du Willi schon gefunden? Nein. Ach, wir verschwenden nur Zeit, Kumpel. Lass uns weitersuchen. Siehst du, was ich sehe? Das ist doch die starke Tierunion. Jetzt haben wir Gelegenheit, das zu tun, was dem Air Marshal niemals gelungen ist, Bucky O'Hare zu vernichten. Aber das hier ist nur ein Transportschiff. Wir haben doch keine Waffen an Bord. Wir sind eine Waffe, Fratz. Wir sind 10-mal größer als das kleine Schiffchen da unten. Die wissen doch nicht mal, dass wir hier oben sind. Vertikale Geschwindigkeitsreduktion einleiten. Vertikale Geschwindigkeitsreduktion eingeleitet, Sir. Erinnerst du dich noch an die Doppelspirale, Fricks? Keine Panik, Franz. Das ist mit der Doppelspirale gar nicht zu vergleichen. Reduzieren. Kröten, Ausweichmanöver. Ah! Oh Mist, sieh nur, die kostbaren Kristalle gehen flöten. Wie sollen wir das bloß komplex erklären? Wir verschweigen sehen. Und was ist mit dem Schiff? Wie erklärt ihm das? Canopus 3 ist direkt vor uns. Und jede Menge Verdampfer-Satelliten. Die darfst du übernehmen, Bruiser. Dankeschön. Die werde ich wegpolieren, sie ausratzefummeln. Und wenn das nicht reicht, mache ich sie platt. Sie werden von einer Art Kraftfeld geschützt. Bucky, was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage, Jenny. Willi! Willi, wo steckst du? Hey, Deadeye! Geh mal ein Schrittchen zur Seite, Junge. Wir müssen wieder ins Labor zurück. Zu spät, mein Junge. Die Satelliten sind bereits gestartet und aktiviert worden. Aber ich kann sie wieder deaktivieren. Kommt mit. Ich habe in jedem Satelliten einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut. Das Einzige, was ich tun muss, ist, den Zünder einzuschalten. Äußerst sehenswert, Deadeye. Meine Pläne sind ruiniert. Meine triumphale Rückkehr ist im Eimer. es regnet, die Erde wird nass. Die Enten sind schwach. Auf nach Canopus, wo ich König sein werde. Du kommst schon nach Canopus, aber als mein Gefangener. Nein. Keine Ente berührt einen Samurai und überlebt das. Er ist kein wahrer Samurai, oberster Kommandant. Ein Samurai hält sein Ehrenwort. Was du da sagst, ist wahr. Diese Schlitzohrhexe hat ihr Wort mir gegenüber gebrochen. Und mir gegenüber auch. Stimmt es, was sie vorbringen, Schlitzohrhexe? Natürlich, aber ich musste es tun. Nur so hätte ich Canopus erobern können. Nichts ist heiliger als die Ehre eines Samurai. Und weil du sie beschmutzt hast, musst du bestraft werden. Abführen! Nein, bitte! Lieber bin ich der Gefangene dieser Ente. Nein! So, und was euch angeht, ihr werdet uns jetzt verlassen. Aber wenn ihr noch einmal den Fuß auf meinen Planeten setzen solltet, dann werden wir kämpfen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Ich habe das Gefühl, dass er das halten wird. Das garantiere ich dir. Hey, das ist ja Bucky. Satelliten zerstört. Canopus 3 ist befreit und klitschnass. Wir kommen zu euch runter. Ei, ei, Captain. Das war mal wieder im letzten Augenblick. Ich bin zum großen Komplex zurückgekehrt, um Sie um Vergebung zu bitten. Nein, um Vergebung zu erflehen. Und möchte bescheiden anfragen, ob ich Ihnen in Zukunft dienen darf. Ich würde sogar als einfache Sturmkröte anfangen. Nein, das nehme ich zurück. Nicht als Sturmkröte. Ich werde alles tun, nur keine Sturmkröte sein.
Okay, ich nehme auch das harte Los einer Sturmkröte auf mich. Du hast um eine Audienz gebeten. Ich wollte... Vergessen wir es. Ich erhebe dich wieder in den Rang eines Air-Marshals. Ach, wirklich? Deine erste Aufgabe wird es sein, auf den Kristallplaneten zurückzukehren. Besorg uns einen neuen Vorrat an Kristallen. Sir, entschuldigen Sie, aber darf ich bescheiden fragen, was ist mit Frix und Frax passiert? Sie warten bereits auf dich. Ich hab dir gleich gesagt, dass ich Komplex nach dem Schiff erkundigen würde. Ach, halt die Klappe und hack weiter. In another dimension, another time and space, a parallel universe is falling on its face. When out of the chaos, who else could it be but the animal adventurers from SPACE? Bucky! Captain Bucky O'Hare! And aliens and toads, beware! You're looking for adventure, well this is it! With Jenny, Deadeye, Blinky, and Willy to win! I said, Bucky! Captain Bucky O'Hare! And now an update on Bucky O'Hare and the Toad Wars! In the battle of the universe, you don't know what's next! You only know amphibians are made it complex! When you check out your scanner and the evil that it bodes, there's only one course of action! Let's conquer some toads! Bucky! Captain Bucky O'Hare! When no ordinary rabbit would dare. If your righteous indignation has suffered a hit, and your photon accelerator is broken a bit, and you're losing your mind, and you're having a fear, get the funky fresh rabbit who can take care of it. To Bucky, Captain Bucky O'Hare. To say Bucky, I said Bucky, Bucky O'Hare. Let's croak us some toads.